Ich habe es schon früh gemerkt, so in der 6. Klasse. Der Lehrer fragte mich nach Umfang Pi mal Masse. Mein Kopf, er wurde rot, es stieg der Druck in meinem Blut. Dann knackte es in meinen Kopf, doch dann war alles gut. Denn mein Gehirn hat eine Schutzfunktion, es fährt ganz schnell herab. Bei Überlastung schaltet es sich automatisch ab. Es schützt mich vor Gedankenschmutz und Fehlinformation. Ich habe ein Gehirn mit einer Schutzfunktion. Meine Freundin quatscht den ganzen Tag, ihr Mund steht niemals still. Immerzu erzählt sie, was sie braucht und was sie will. Alles muss sie diskutieren und manchmal gibt's Geschrei. Dann nicke ich ihr einfach zu und gehe auf Standby. Denn mein Gehirn hat eine Schutzfunktion, es fährt ganz schnell herab. Bei Überlastung schaltet es sich automatisch ab. Es schützt mich vor Gedankenschmutz und Fehlinformation. Ich habe ein Gehirn mit einer Schutzfunktion. Ich lerne gern dazu, doch lasst mir meine Ruhe mit dem ganzen Müll, den ich nicht wissen will. Denn würde es mir zu viel, dann öffnet ein Ventil. Auf Durchzug stellt mein Kopf wie Mutti Schnellkochtopf. Neulich in der Innenstadt, gleich beim KDW, fand ich ein Parteiprogramm der AfD. Ich nahm es in die Hand, das war ja interessant. Ich las darin und kam genau bis Seite 2. Dann piepte es in meinen Kopf und alles war vorbei. Denn mein Gehirn hat eine Schutzfunktion, es fährt ganz schnell herab. Bei Überlastung schaltet es sich automatisch ab. Es schützt mich vor Gedankenschmutz und Fehlinformation. Ich habe ein Gehirn mit einer Schutzfunktion. Dankeschön.